Hey Leute, hier ist der Mike aus der Zukunft. Ich habe dieses Video gerade eben geschnitten, beziehungsweise bei ETS schneiden wir zwar nicht so viel, aber ein paar Cuts sind auf jeden Fall drin. Ich wollte euch unbedingt darauf hinweisen, guckt euch dieses Video bis zum Ende hin an. Ich sag das fast nie vor dem Video, aber dieses Mal muss es einfach sein, denn ich fand diese Folge sowas von geil. Vor allem die letzten 10, ungefähr 10 Minuten. Oh mein Gott, ich habe mich gerade im Schnitt, ich habe mir das 4-5 Mal angeguckt. Ich habe mich jedes Mal totgelacht. Ihr müsst es euch angucken. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann spult wenigstens zu den letzten 10 Minuten und guckt euch die an. Aber es wäre halt eben geil, wenn ihr die ganze Folge anguckt. Ich würde mich ultra drüber freuen. Ihr dürft das nicht verpassen, Leute. Ihr dürft es nicht verpassen. Und jetzt viel Spaß. 43 Kilometer. Okay, ein bisschen mehr. Oh Gott, da sind ja Hütchen auf der Straße. Alter, ich check's nicht. Hier war eine Baustelle, da waren Hütchen. Ich war fast gegen... Hey, hier ist einfach ein Flugzeug. Was war das? Hier ist einfach ein Flugzeug auf der Autobahn. WTF. Ja, ein Flugzeug. Da war ein Hütchen auf der Straße und ich dachte so, hä, was ist denn das? Ich wäre fast drüber gefahren. Ich habe die erst in letzter Sekunde gesehen, weil ich gerade auf was anderes geschaut habe. Und die Hütchen waren quasi die Absperrung dafür, dass gerade ein Flugzeug auf der Autobahn abgestürzt ist. So ein kleines halt, aber WTF. Richtig geil. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Multiplayer mit Mike. Hi. Alter, das ist gerade richtig schwierig. Jawohl, heute. So, jetzt. Ja, ich hatte gerade die Außenperspektive und bin weitergefahren. Also war ganz geil, geil. Heute geht es nach London, nach England. Beziehungsweise habe ich nach Edinburgh einen Auftrag, aber wir fahren jetzt einfach nach London und dann schauen wir mal, wie wir dann weiterkommen. Ob wir noch weiterfahren oder. Ja. Ganz genau, das ist der Plan. Ich hole meinen Auflieger wieder ab. Versucht ein bisschen Geld zu verdienen. Ich bin jetzt wieder bei 96.000 in dieser Folge. Mhm. Noch nicht gerammt worden. Unglaublich, aber wahr. Ja, das ändert sich schon auch. Kein Problem. Ja, das ändert sich echt. Ich habe 21 Tonnen. Ich weiß nicht. Und natürlich könnt ihr, das vergisst du die ganze Zeit zu erzählen, natürlich könnt ihr wieder auf beiden Kanälen vorbeischauen. Wir nehmen das aus zwei Perspektiven auf. Also... Jeder beim anderen mal vorbeigucken. Ist ganz interessant. Oder gleichzeitig eben, wenn ihr zwei Tablets, Handys oder halt auf dem PC schaut, könnt ihr es nebeneinander öffnen und dann halt bei einem den Sound ausstellen und dann passt die Sache. Könnt ihr euch das richtig nice angucken. So, ich habe meinen Auflieger jetzt drauf. Ich ja nicht. Ich fahre mit 140 km/h in die Stadt. Richtig gut. Jetzt muss ich abbremsen, den will ich hier nicht in der Kurve überholen. Muss ich auch ein bisschen an die Regeln halten. Unfälle machen will ich ja nicht, also das... Ja, das machen die anderen für dich, kein Problem. Das machen die anderen, ja. No problem. Wir sind übrigens immer noch jetzt hier in der Aufnahmesession, in der allerersten Aufnahmesession. Können daher noch nicht auf eure Vorschläge eingehen bezüglich Diskussionsthemen. Aber gerne welche reinschreiben. Können auch natürlich jetzt gerne welche reinschreiben. Wir brauchen natürlich ganz, ganz viele für die nächsten paar Folgen, die wir dann wieder mal aufnehmen in der kleinen Aufnahmesession. Und bei mir... Alle, die bei mir gucken, ich weiß immer noch nicht, wie mein Sound ist. Ob der Spielsound viel zu leise ist, ob er viel zu laut ist, ob er passt. Keine Ahnung, das werde ich dann ab der nächsten Aufnahmesession alles ganz gut machen. Und ich hätte fast das eine Auto gerade weggerammt. Das war richtig knapp. Jetzt rammt er mich weg. Danke dafür. Wo bist du? Ich bin gerade in Düsseldorf. Und hole gleich meinen Auflieger. Du bist ja an mir damals vorbeigefahren. Wo bist du dann hingefahren? Ach, Düsseldorf. Ach so, ich bin ja in Köln. Ups. Ja. Mein Fehler. Oh Gott, oh mein Gott, sind hier viele. Alter. Leute. Alter, what the fuck? Und er hat mich gerade richtig geschnitten. Was für ein Penner, Alter. What the fuck ist hier los? Oh, alles klar. Jo, alles klar, was war das jetzt? Die Autos sind gerade in der Luft explodiert quasi. Hallo, kann der mal fahren? So ein Pisser, Alter. Jetzt nichts. Ach! Okay, ich habe einen Fehler entdeckt.
Ich fahre jetzt hier einfach, weil ich will hier weg, Leute. Ich will hier weg, das kann nicht sein. Hier ist so viel los. Komm, den überholen wir. Mein Force Feedback ist natürlich wieder an. Komm, den überholen wir. Zack, zack, zack. Gib Gummi. Ich habe 21 Tonnen, glaube ich, habe ich gerade gesagt. Aber das schaffen wir auf jeden Fall, hier an ihm vorbeizukommen. Junge, die kraxeln hier alle so langsam hoch, ne? Oh Gott! Nein! So, hier dieser bist du hier. Penner, Alter! Sorry, Leute, aber das ist doch jetzt echt lächerlich. Ich wollte den einen hier auch noch überholen, dann kam der andere von links und hat ihn auch überholt, irgendwie neben mir. Dann hat er mich richtig geschnitten und dann war ich zwischen zwei LKWs. So, mein Force Feedback, so wie in jeder Folge fünfmal ausschalten. Du sagst gar nichts dazu, okay. Hä, ich sag doch die ganze Zeit. Ja, was. Aber nicht dazu. Ach so, ja, ja. Es juckt die einfach nicht. Nee, das ist schon Standard, dass irgendwo Unfälle passieren. Ja, mit mir, ich klemm zwischen zwei LKWs oder war gerade so. Dazwischen. Natürlich nicht so schön. Ich sehe nicht, ob ich. Geh doch mal! Mann! Was fährt der so langsam? Hat der so einen scheiß LKW oder was ist mit dem? Das ist hier nicht optimal gelöst, möchte ich mal einmal kurz anmerken. So, ist meiner hat 4 Rückwärtsgänge. Kann man mal machen. Kein Problem. So, du bist nach Düsseldorf gefahren, also kommst du wahrscheinlich hier ungefähr raus. Boah, da muss ich ja wieder voll auf dich warten. Wir haben nur noch 10 Minuten, beziehungsweise vielleicht nur noch 5. Ah, Leute, wir sind unterwegs. Mein Vater ist immer überpünktlich. Bin gleich da. Ich bin nicht da. Doch! Ja, bist du hier? Leute, alles für die Zuschauer. Was? Bist du hier? Motor Fehlfunktion. Ja, warte. Hä? Fahr doch. Ja, soll ich fahren oder nicht? Ich gerade einmal. Warte. Ich muss langsam beschleunigen. Ich habe mich gerade einmal überschlagen. Was? Überschlagen? Ja. Was? Und du fährst einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich teleportieren, aber nein, er hat sich wieder aufgerichtet. Junge. Ich habe mich wirklich einmal komplett überschlagen mit Auflieger. Alles klar. Also sag, wenn ich... Also damit habe ich nicht gerechnet. Sag, wenn ich beschleunige. Ja, warte, ich fahre jetzt 50. Und ich habe einen Tempomaten auf 50 Grad. Richtig schnell. Seh dich gerade gar nicht auf der Map. Gerade einmal kurz auf der Map gesehen, aber jetzt gerade nicht mehr. Keine Ahnung, muss ich gleich wieder finden. Ja, musst einfach Gas geben. Was hältst du davon? Mach ich ja. Ja, ich fahr ultra langsam, also du musst mich auf jeden Fall einholen. Wie viel fährst du wieder? Gerade 80. Ja, dann kannst du ein bisschen dauern, aber hol es mir auf jeden Fall ein. Ich fahr 50 TF. Das musst du machen. Du warst gerade auch über einer Brücke, oder? Also auf einer Brücke. Ja, bestimmt. Ah, ich sehe dich. Also dein Punkt auf der Map. Ja, die rauschen hier an mir vorbei. Alter. So, mal gucken. F6. Ah, jetzt muss ich mein Ding wieder gleich machen. Hallo? Ah, ne. Ah. Ah, da 19%. Oh Gott, du kommst ja richtig schnell, Alter. Brems! Junge, du ziehst richtig vorbei. Das ist aber einen coolen Auflieger. Das ist ein coolen Auflieger, der gefällt mir. Echt? Achso, ja, habe ich. Ja, ich habe immer einen coolen Auflieger. Der gefällt mir. Wenn die nächste Ausfahrt kommt, die sehe ich da vorne, dann bleiben wir stehen. Dann muss ich mal gucken, was ich hier überhaupt... Oh, geiler Auflieger, das Schiss. So, schön nah rangefahren. Siehst du es? Ja. Ach, Leute. Richtig geil. Okay, wir machen eine kleine Pause. Da sind wir wieder und wir haben den Server auch gewechselt, ja. Endlich nicht mehr auf diesem... Oh, ich habe meinen Motor ausgeschaltet. Scheiße. Rammer-Server. Das ist wieder an, ja. Okay. Ist ja, ich wäre hier fast drauf gefahren. Hi, Leute.
Ja, wir haben ja gerade eine kurze Pause gemacht und sind jetzt einfach weitergefahren. Also kurze Pause von kurze Pause. Ein paar Tagen. Ja, 4 Tage Pause, kurze Pause, Leute. Ja, für euch war das ein Cut, für uns waren es 4 Tage. Wir hatten vorher noch im Rennfahrermodus, ey. Ja, wir haben gerade Formel 1 aufgenommen. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen ausgepowert bin. Ist gar nicht so schlecht hier vor Euro Truck hier. Kann man ein bisschen entspannt chillen. Ja, ja, ein bisschen chillen ist ja ganz geil. So, die Begrenzung auf diesem Server jetzt 110. Aber ist halt echt geil, dass wir uns nicht mehr, dass die uns nicht mehr wegrammen, die ganzen anderen Typen. Wir müssen tanken, also ich muss tanken. Ja, okay, nicht unbedingt. Nee, passt schon, fahr weiter. Ja, du warst mit den. Du hast doch, weiß ich nicht, wie viele 1000 Kilometer. Ja, ich hab bestimmt noch ein bisschen, aber. Ja, guck. Ja, 1000. Also ich muss auf jeden Fall vor dir tanken. 200, ja, wir tanken zusammen. Ich hab 899. Ja, rechts auf der Anzeige zeigt ihm an, so knapp unter der Hälfte. Deswegen keine Ahnung, was mein LKW denn schluckt. Das ist ja voll komisch. Mehr als 2000 scheinbar. So, ich hoffe, dass die Leute hier echt chillig drauf sind. Oh. Für mich jetzt auch nochmal ein bisschen hier rekapitulieren, dass wir hier nach England fahren, nach Edinburgh, beziehungsweise du fährst nach London und wir halten dann da. Bin mal gespannt. Linksverkehr werde ich mal wieder nicht beachten. Das habe ich letztes Mal vergessen, als ich in England war. Ach ja, stimmt. Hier ist ein Warndreieck. Digga, hier steht ein Warndreieck. Ja, vielleicht ist wieder ein Flugzeug auf der Strecke. Nö, hier ist absolut gar nichts. Ja, bei mir war auch kein Warndreieck, außer... Bei mir war ein Warndreieck. Es kann sein, dass ich es nicht gesehen habe und einfach drüber gefahren bin. Aber ich bin mal nicht da. Ja, ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Ich dachte so, hä, wo? Oh Mann, aber die hupen schon wieder. Ja. Das hier auf dem Server sind immer nette Leute, alles. Ja, das sind ein bisschen nette Leute, ne? Im letzten Stream habe ich das tatsächlich gemacht. Ich bin nach England gefahren und bin dann einfach rechts gefahren. Ich hab das einfach gar nicht interessiert. Das ist ja, so. Da gibt's auch keine NPC-Fahrzeuge. Ja, aber da kommen dir trotzdem andere entgegen. Ich hab das dann erst gerafft, als ich Strafe bekommen habe. Fahrt auf Gegenspur. Wie lange muss denn da auf der anderen Straßenseite fahren, bis das passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht so lang. Nicht ganz so lang. Sind wir eigentlich schon im anderen Land jetzt gerade? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind schon nicht mehr in Deutschland. Ich weiß es gar nicht. Oh, das erste Mal die Strecke, die Grenze überschritten. Junge. Also, weil das Autobahnschild ist hier so anders, also auf der Map. Ah ja, ich sehe es jetzt auch, ja, tatsächlich. Ja, das müsste dann... Deswegen glaube ich, müssen wir irgendwo... fahren wir durch Frankreich? Niederlande, glaube ich. Oder Frankreich, ich weiß es nicht. Oder was ist ganz anders? Ich weiß es auch nicht. Das ist ganz anders wahrscheinlich. Bauen wir mal. Wir kennen uns auf jeden Fall aus. Gut, kann man uns halt verzeihen. Wir waren jetzt, 5 Tage, 4 Tage nicht da. Ja. Ich kann Lichthupe machen mit meinen krassen Lichtern. Hier ist sogar in meinem Cockpit, wenn du es machst. Echt? Ja. Krass. Aber ich hol dich nicht ein. Wärst auch 110, ne? Ja, klar, fahr ich 110. Ich muss halt. Was war nochmal mein Tempomat? Fährst du links? Das war's nicht. Ich fahr rechts. Musst du rechts? Achso. Nein, muss ich nicht. Wir fahren zum gleichen Ding, oder nicht? Weiß ich nicht. Letztes Mal war es nicht so. Wir sind im Stream auch mal. Das war ein alter Stream schon mal. Da sind wir auch mal nach England gefahren. Shit, wo waren mein Dings jetzt hier? Also drückst ja alles. Er hupt da vorne rum und Blinker und was weiß ich. Ah, geil. Ja, aber da sind wir auch mal nach England gefahren, da bist du irgendwo anders hingefahren als ich. Ah, das hier, ich habe mein Tempomat gefunden. Ich habe gerade alles gedrückt. Nice. Hier ist irgendwas, eine Baustelle. Uiuiui. Ja, vielleicht ist ja ein Flugzeug. Ich will das auch mal sehen. Ja, das war halt, ja, das kannst du in meiner Folge sehen. Die ist noch nicht raus, zu dem Zeitpunkt, wo wir die jetzt aufnehmen, diese hier jetzt, ne? Weißt du, wisst ihr Bescheid. Aber wenn ihr die hier seht, ja, dann müsst ihr unbedingt die erste davon auch gesehen haben. Das war ultra unnormal cool. Ja, also die anderen, die Playlist rechts oben am i bei beiden Kanälen. Könnt ihr euch mal angucken. Natürlich. Das war echt ultra geil. Lichthupe. Ich lasse jetzt Fernlicht an. Okay, nix. Habe ich auch. Hast du echt? Ja, klar habe ich. Tatsächlich. Nee, ich habe gar kein Licht an. Erkennt er nichts. Ja, die Uhrzeit braucht man ja kein Licht mehr. Wir haben 5:30, hallo? Oh, jetzt wird's hier kritisch.
Jetzt wird's kritisch. Wer bremst, verliert. Ja. Also ich denke noch nicht dran ans Bremsen. Oh komm, ich muss abbremsen. Mit der Motorbremse aber, Leute, ne? Mit der Motorbremse. Oh Gott. Oh shit, ich muss halten. Oh Gott. Nein. Oh, Scheiß. Oh Gott, ich muss richtig bremsen, ich fahr dir fast drauf. Oh, hinter... Alter, guck mal, wie viele plötzlich da sind. Ja. Hier vorne stehen noch welche und hinter uns fahren welche. Junge. YouTuber-Fokus. Ja. Ich werde fast hinten drauf gefahren, jetzt ziehst du mir schon wieder einfach weg. Ja, meine Beschleunigung ist einfach mega. Boah, ich will das unbedingt mal streamen, das Game. Ja, müssen wir mal wieder machen. Zusammen. Das ist ja auch gut, dass man es auch zwischen den Folgen, also wir müssen eben nicht warten und so. Das ist halt das Praktische bei dem Spiel. Wir haben uns auch so überlegt, wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt, dass jetzt jeden Mittwoch ungefähr eine Folge kommt. Und ja. Ja, und wir sind jetzt gerade bei Aufnahme von der vierten oder fünften? Ich weiß nicht. Das ist die dritte Folge, glaube ich, oder? Was? Dritte oder vierte? Vierte kann sein. Vierte dann. Ich glaube, das ist die vierte dann, ja. Weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was ihr dann so in die Kommentare geschrieben habt. Für Ideen. Auf jeden Fall. Dass wir da ein bisschen übertratschen können. Boah, wie du wegziehst einfach. Was ist das denn? Ein Tempomat auf 110. Ja, ich auch. Aber ich komme einfach nicht hinterher. Also. Oh je, es ist schon wieder anderer. Ja, jetzt sind wir in Frankreich. Frankreich, jetzt. Da waren wir gar in Luxemburg oder so wahrscheinlich. Wo fahren wir denn hin? Voll der Umweg, ja. Du musst jetzt auch rechts, ne? Ja. So rechts abfahren da irgendwie. Mal gucken, da musst du doch ohne bremsen, oder? Ja, ich bremse, also zumindest bremse ich ziemlich spät. Dass ich dich hier ein bisschen einhole. Leute, das muss doch funktionieren. Ja, wir sind doch die Formel 1 Profis. Gerade. Ah, doch, das funktioniert tatsächlich mit 110 ohne Probleme. Ich hatte kurz Angst, aber nee. Das funktioniert echt. Alter! Ach Mann, Alter, ich dachte, jetzt kann ich ein bisschen aufholen, ne? Nee. Da steht hier schon wird nicht einer aufgeholt. Aber die sind alle, guck mal, der stellt sich rechts hin, Warnblinker. So läuft. Ja, wenn ich wüsste, wo die Taste für den Warnblinker ist, würde ich auch Warnblinker machen. Ja, aber bei dem anderen Spiel, da sind die einfach nicht reingefahren. Ja. Richtig geil. Da kenne ich nichts. Gibt ja dieses Zeichen, wenn man, ne, Danke sagen will, rechts, links. Kennst du, ne? Für Leute, die es nicht. Kennst du nicht? Nee, ich sag kein Danke. Hey, hier ist ein Mensch auf der Straße gewesen. Bei mir war kein Mensch auf dem Standstreifen. Bauarbeiter. Nein, irgendein Mensch. Keine Ahnung, was das war für einer. Boah, krass. Aber Leute, für die es nicht kennen, auch du jetzt, das ist tatsächlich so. Das habe ich von meinem Vater. Der hat ganz früher auch mal einen LKW gefahren. Und immer wenn du jemandem Danke sagen willst, dann Blinker rechts und Blinker links. Also einmal rechts. Geschwindigkeitsüberschreitung 380 Euro. Ich auch. 560. Hä, hey, als ob du weniger zahlen musst. Was ist das denn für ein Betrug einfach? Hä? Ich werde richtig abgezockt hier. Das ist aber mehr Geld. Ja, toll. Das hat doch gar nichts damit zu tun, als ob doch, die das wissen. Schon. WTF. Danke, Spiel. Danke. Wird Mike zur Kasse gebeten. Das macht man aber echt so. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen LKW überholen lässt, dann macht er immer rechts und dann mal links und das heißt dann danke. Ne? Jetzt wisst ihr es alle, Leute. Könnt ihr sogar noch was lernen hier. Ach ja, ganz entspannt hier. Wie war das aber mit dem, wir wollen die Folgen aufteilen? Ich glaube, diese Fahrt ist so lang, dass wir die Folgen aufteilen müssen. Wir nehmen hier gerade schon die Interfolge auf. Nee, ich glaube, die teilen nicht. Wir wollten noch nicht später. Wir wollten nicht teilen eigentlich. Doch, wir wollten eigentlich bei langen, nicht. Großen Fahrten wollten wir irgendwann teilen. Bei großen Fahrten wollten wir irgendwann teilen. Es ist schon eine große Fahrt, das wäre ja über eine halbe Stunde. Ja, schauen wir mal. Stimmt eigentlich. Müssen wir später mal schauen im Schnitt. Jo.
Du fährst auch gekonnt an jeder Tankstelle vorbei. Ja, ich habe noch 752 geil. Meter Kilometer Tank. Ja, das ist ja nicht tanken. Ich will aber Bei mir ist es echt voll wenig. Das kommt mir voll wenig vor. Ich habe auch noch richtig viel eigentlich. Aber es kommt mir halt jedes Mal wenig vor. Bei mir ist es noch über die Hälfte. Meine 747 sind noch über der Hälfte. Ja. Jedes Mal, wenn ich hier bei einer Tankstelle vorbeifahre, dann denke ich mir, hä? Wo fahren wir jetzt vorbei? Was ist das denn? Fuck, ich muss doch tanken. Und dann merke ich, ich muss gar nicht tanken. Also in echt, ja, da nutze ich das immer bis zum letzten Milliliter aus. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen. Weil ich... In echt habe ich immer nie Bock zu tanken und ich hatte es wirklich schon beim Mal so richtig ins Schwitzen gekommen mit Scheiße, schaffe ich das noch? Also ich hatte da schon das ein oder andere Mal, das würde ich richtig knapp. Aber so richtig, richtig knapp. Na, muss mal gucken, ich würde es halt eher machen, wenn ich jetzt mal sehe, dass es günstiger ist, aber ansonsten würde ich den auch ausfahren. Wenn es jetzt nicht ultra günstig ist. Da gibt's doch hier gleich eine Radarkontrolle. Ja, 380. 560! Ey, das gibt's doch nicht! Warum kontrollieren diese Franzosen so viel? Ich wollte aber jetzt nicht bremsen, du hast es früh genug eigentlich gesagt. Ich hätte eigentlich abbremsen können, aber. Ja, du hast ja genug Geld. Ja, erst eben, weh. Das ist halt so. Wenn du irgendwie 20.000 oder so bezahlen müssen, ja, das ist. Musst du rechts abfahren, oder? Ja. Ah, nice, dann kann man zum selben. Klar, wir fahren ja mit dem selben Schiff. Wer bremst, verliert. Wir fahren aber woanders hin, ne? Ich fahre nach Edinburgh, du fährst nach London. Okay, ja, jetzt aber müssen wir schon. Liegt das nicht auf der Strecke? Ja, schon, aber wie gesagt. Oh Gott, Junge! Ja, richtig abgebremst. Ja, klar. Ich wäre da richtig reingehasselt jetzt. Ich war richtig schnell unterwegs. Safety first. Wir fahren gar nicht mit dem Boot, wir fahren mit dem Zug. Ja, macht richtig Sinn. Unterirdisch. Hey! Hey! Ach, Mann. Na, warte. Nee, das hier noch nicht. Da vorne, wo ist grün? Der grüne Pfeil. Jetzt. Da kann ich nichts. Wo denn? Digga, hier steht einfach einer. Echt? Ja. Ist doch ein No-Collision-Zone, oder? Weiß ich nicht. Mal schon. Außer ich fahre die jetzt hinten drauf, das kann auch sein. Ist No-Collision-Zone? Ja. Okay. Wo soll's denn hingehen? Hier. Ja, wo denn? Warte mal auf. Boah, 300 Euro kostet das. Warte mal. Boah, wir haben ja voll die kurze Strecke. Ja. Wir haben da voll den Umweg gefahren, damit wir so eine kurze Strecke fahren, oder was? Bist du boah, schon drüben? Echt? Nee, ich mach jetzt abfahren, hab ich jetzt... Boah, tüt. Crazy. Tüt. Tach. Oh, Junge. Hier, das hat aber gewackelt. Tach. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, komm hinter mir her. Ach, ich habe eine Feststellbremse. Du fährst auf der... Ach nee, du fährst auf der richtigen Straße, leider. Hier ist... Da hast du rechts und links. Hast aber noch mal Glück gehabt, Mike. Ah, ja, hab ich noch mal Glück gehabt, ne? Kann das sein, dass wir gerade in die falsche Richtung fahren? Nee, das passt alles. Das sind noch Pfeile. Stimmt, ja, okay. Wie er schon direkt Panik schickt, weil wir in England sind. Ja, aber da wird mir keine Verbindung angezeigt. Ach, Motorfehlfunktion! Hä, was? Was? Ja, deine Motorfehlfunktion. Ratzafuck, als ob. Ja, ich wurde ja auf dem anderen Zug kaputt gerammt. Ich hab nur 6% Schaden. Weiß nicht, wie viel ich hab, aber... Ja, aber Martin hier hochstellen. Oh, da hol ich mit meinem Ferrari auf. Ja, ich fahr ja auch langsam. Motorfehlfunktion! Wieso hab ich jetzt in England so eine scheiß Motorfehlfunktion die ganze Zeit? Ich hätte doch keinen Schaden, die ich gerade nochmal bekommen. Ich fahre gerade auch ein bisschen langsam, weil ich will, dass du aufholst. So, you have left the known collision zone. Yes. Mal auch Englisch reden hier. Wenn du jetzt die ganze Zeit so eine Motorfehlfunktion kriegst,
Wäre das schon geil, ne? Ja, richtig geil. Sag mal, wenn ich beschleunigen soll. Darf hier eh nur 80. Ich fahr jetzt mal 80. Also gleich, wenn ich beschleunige. Ja, tritt aufs Gas. ...110 wieder, ne? Ja. Zack. Machen wir mal hier einen Tempomaten. Let's go. Wieder dein Tempomat einfach hoch und runter schalten kannst, kann ich gar nicht. Ja, ist geil, ne? Du musst mir auch sagen, wenn du abfahren musst, ne? Ja. Musst du hier abfahren? Nein. Ich schon. Was? Ich schon, ja. Ja, dann fahr ich mit. Ja, aber ich muss ja auch links. Also, ja, aber das ist... So, doch, doch. Ja, ich ja, dann, ja, was laberst du denn? Ist eigentlich auf der linken Seite links die Überholen? Ne, rechts. Hier rechts überholt man normal. Rechts, ne? Ja, normal schon. Alter. Richtig kompliziert eigentlich. Ist so. Jetzt hier links eine Auto, ne? Boah, ich verspreche ja. Mich gerade die ganze Zeit. Was ist das denn? Autobahnausfahrt. Links. Oh Gott! Yeah. Boah! Alter, was ist das denn? Richtig crazy. Krexel ich hier hoch. Ich fahr jetzt einfach mal nach den Schildern nach London. Muss auch noch rechts, ja, ne? Ja, ja. Oder? Schon. London, Denver. Ist meine. Mein Halt, eigentlich. Wie viele Kilometer brauchst du noch? 750. Ah, okay, ich hab 118. Ja, ich hab. Ah ja, wir wollten mir ja dann. Boah, ich habe voll die Idee. Wir können die Folge eigentlich unterbrechen, wenn wir in London ankommen. Und dann machen wir nochmal eine Folge. Dann machen wir nochmal eine Folge nach oben, ne? Nach oben. Ja, da hole ich mir dann auch einen Auftrag. Nach oder? Ja. Crazy. Los geht es. Crazy shit. Oh ja. So, auf 110 wieder zack hochstellen. Das klingt wie ein bisschen. Wie da irgendwie dein Ding da verprügelt. Ja, das war. Ich stelle das immer damit hoch. Also ich habe auf dem Schaltknüppel habe ich ja nichts gelegt und ich fahre ja mit Automatik und da habe ich jetzt diesen Tempomaten hingelegt und dass ich den höher stellen kann. Deswegen beschleunigst du so langsam nach links. Links musst du abfahren, ne? Ja. Deswegen beschleunigst du so langsam, weil du mit Automatik. Ich habe sequenziell, ich musste stehen bleiben. Ja, ich weiß, weil ich ein bisschen zu scharf gefahren bin in die Kurve. Ist gerade ein bisschen eng hier, aber ich komme rum. Okay, weiter geht's. Ja, ich fahre Automatik. Ja, das sagt alles. Und dann kann ich hier mit dem Schaltknüppel, kann ich den Tempomaten und dann kann ich den so nach oben, wie jetzt gerade. Ich habe mich ja schon mal, entschuldigt in der ersten Folge oder so. Dass ich hier mal rumwackel, weil es halt auch nah am Mikro ist. Und dann habe ich jetzt auf 110 gestellt und ja. Lego, aber ich bremse noch mal kurz, dass ich ein bisschen auf dich warte hier. Wie schnell fährst du gerade? 57. 74, treten wir aufs Gas. Ja, ich mach wieder Tempomat. Wozu hast du deine Pedale? Für dieses Spiel eigentlich nur bis zu 30 km/h. Ab 30 darf man Tempomaten reinhauen und dann erhöhe ich mit dem Tempomaten. Oh. Oder kommen welche? Überholst du natürlich. Aber das lasse ich nicht zu. Ich fahre nach rechts. Schatz. Wollen wir mal tanken? Nein, wir wollen nicht tanken. Ja, ohne Spaß. Bei mir die Anzeige, wenn du die sehen würdest, so wenig. So wenig einfach. Ich habe immer Angst, dass es so wenig ist. Aber es ist halt tatsächlich, wenn ich mal nachgucke jetzt, 800 noch. Crazy shit. Oh ja. Das heißt, wir müssen in England in der nächsten Folge tanken. Alter. Ja, Junge. Folge, das wird also spannend. Leute, schaltet nächste Folge auch wieder ein. Nächsten Mittwoch. Da wird getankt. Auf beiden Kanälen. Auf beiden Kanälen wird getankt. Oh, ich habe mein Motor ausgeschaltet. Ja, das kann ich aufholen. Das ist das Ziel. Boah, dreispurig. Ja, aber das hast du ja richtig gut. Du hast den Motor ausgeschaltet und fährst direkt weiter. Was war das denn für ein Hack? Ja, ich habe ihn direkt wieder angeschaltet. Oh, Radarkontrolle, jetzt wird geblitzt. Ja, ist egal. Ich fahre einfach weiter. Du kannst ja bremsen. Du darfst hier 97 fahren. What the fuck, 97 einfach. Ja, weil es ja nicht in km/h. Ja.
Da ist halt der Blitzer. Zack. Ich sehe ihn auch. Ich sehe ihn auch. 560. Das ist so ein Betrug einfach. Das kann doch nicht sein, Alter. Ich finde gut, dass sie die Blitzer immer ankündigen. Ja. Das ist halt aber wirklich in Deutschland ist das nicht der Fall. Wir machen das, das juckt uns halt trotzdem. Wo fährst du weiter? Na, geradeaus. Ja, ich müsste links fahren, aber ich fahre jetzt auch mit. Hier müsste ich jetzt abfahren. Fahre ich mit nach London. Richtung London. Premium. London, London, London. London. Was machst du? Hey, was? Nein. Alter, ich wollte ganz richtig in die Bremsen drehen. Lass so kurz da vorne. Hör mal auf. Richtiger Prankstar, was machst du jetzt? Was ist innen nicht gefahren? Hast du ein bisschen zu viel getrunken oder was? Nee. Ich habe jetzt so wenig Boxenstopps gemacht heute. Leute. Uala. 48 km/h darf man hier nur fahren. Ja, ich war 110. Ich auch. Lass mal so weiterfahren. Oh, Radarkontrolle, Blitz, Blitz. Ja, lass mal in der Stadt so weiterfahren. Blitz. Oh, minus 380. Hä, das ist immer dasselbe, egal wie schnell man einfach fährt. Okay, oder müssen wir jetzt links, ne? Rechts musst du, oh Gott. Ja. Noch schwieriger. Schaffe ich das? Schaffe ich das mit 110? Ja, easy. Ich probiere das jetzt. Nee. Oh nein, ich muss bremsen, weil du bremst. Scheiße. Ich hätte das jetzt tatsächlich probiert. Nächste Radarkontrolle. Wie viele haben die denn hier? Das wird langsam echt teuer. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Da ist sie doch. Ja, ich habe extra gebremst, weil ich habe echt kein Geld langsam mehr. Hi. 560. Da kennt doch nichts. Ja, ich habe gerade wieder auf 110 gestellt. Jetzt bremst du automatisch ab auf 80. Stelle jetzt, oder 60? Ja, 60 automatisch. Ja. Wo musst du hin? Hinten rechts. Hinten rechts. Dann schauen wir mal. Ha, richtig geil, ja. Oh, wieder ein paar tausend Dollar oder Euros hier verloren durch die Blitzies. Ja, wie gesagt, also mir ist das ja eigentlich egal, ne? Bis du kommst, ist die Ampel rot, wetten? Ja, ist sie jetzt schon. Tschüss. Ich bin nur über gelb gefahren, echt, das war jetzt richtig cool. Ich fahr mal zur Werkstatt, bis du jetzt dann irgendwas machst. Oh, Werkstatt ist eine gute Idee. Mache ich, glaube ich, außerhalb der Folge. Oh, linker Kreisverkehr jetzt. Alter. Alter. Wert grün! Ich bin schon bei der Werkstatt. Übrigens hier auf dem Server, also es fahren nicht gar keine mit. Ihr habt ja schon ein paar gesehen. In England, also wir, oder ich hatte zumindest die These aufgestellt, dass viele in Deutschland sind. Viele, die meisten in Deutschland fahren. Ja. Und auf diesem Server können, ich glaube, knapp über 2000 oder so mitfahren und es sind jetzt gerade 500 und ein paar zerquetschte drauf. Genau, also keine Echt Angst, nicht wenig. Es fahren hier schon ein paar mit. Wenn hier mehr drauf kommen, dann sowieso, also es ist ja jetzt zu der Zeit, wo wir jetzt aufnehmen. Ja, nicht es unbedingt. Ist halt Sonntag, ja, eben. 22.30 Uhr. Jetzt callt er einfach die Zeit. Es ist halt komplett 22.30 Uhr, das ist richtig geil. Ja. Nichts. Na, Bock heute Abend bei mir? Ein Volvo-Händler. Oh. Richtig geil. Ein Kilometer noch zum Ziel. 630. Wow. Hoffentlich funktioniert mein Frachtmarkt. Das wäre richtig das traurig, wär, wenn ja, das gehen würde. So scheiße. Alter, ich wollte gerade schon wieder sagen, ich muss mal sagen. Ach egal, ich fahre einfach über Rot, da kenne ich nichts. Ich muss auch gar nichts bezahlen. Ja, aber auf der Fall. Ich fahre gerade rechts. Weißt du, du auch? Ja. Ich wollte. Es ist halt, es geht halt so schnell, ne? Das ist unglaublich. Du hast absichtlich gemacht. Ja, wegen der Ampel, oder? Ja. Das ist halt aber, es ist so, ich bin halt unabsichtlich. Weißt du,
am Anfang warst du halt noch links und ich sag so, ja, weil du auf der falschen Seite bist, bist du über die Ampel gekommen. Dabei war ich auf der falschen Seite. Oh Gott, ich hab's halt noch vorhin gecallt, ne? Und jetzt ist es halt einfach. Verspätet! Ja, naja, okay, wir haben ein paar Tage. Vier Tage. Abzug für Unpünktlichkeit, 429 Stunden. Alter, als ob es das zählt. Ich hab gesamt null Euro verdient. Als ob. Yes, wie geil ist das denn? Krass. Ja, so ein bisschen verspätet. Minimal. 429 Stunden. Jetzt können die Leute ausrechnen, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Oh, shit. Geil. Gut, Leute. Ja, das war's von dem Auftrag. Das war's von der heutigen Folge. Schaut euch beide Videos an. Würde uns mega, mega freuen. Ich stehe auch kurz vor den 1000 Abonnenten. Vielleicht habe ich sie zum momentanen Zeitpunkt schon erreicht. Wenn nicht, wäre super, super geil, wenn ihr bei mir vorbeischaut und mal die 1000 voll macht. Ja, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir noch weiterfahren von London nach Edinburgh. Edinburgh, nicht Birth. Ja, hoffentlich ist es genauso witzig wie bisher. Ja. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Das war das. Ciao. Das klang ganz richtig.